Ja, meine Freunde, was geht ab? Damit willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute gibt es die FIFA 22 Testversion, die ich aktuell heruntergeladen habe. Und zwar gibt es ja aktuell bei EA Play das Angebot für einen Monat gerade mal 1 Euro. Da ist eben FIFA 22 auch mit dabei. Und ich wollte mir das Spiel ja ursprünglich gar nicht holen, dachte mir, die Testversion kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Und da gibt es auf jeden Fall noch den ein oder anderen Stream, auch die Tage. Aber jetzt eben erstmal die erste Folge von der Karriere. Und zwar habe ich mir eben schon einen Verein überlegt und ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich habe echt Bock, obwohl ich, wie gesagt, keine FIFA holen wollte. Die Facecam ist jetzt auch ein bisschen dunkel, weil ich die Aufnahme jetzt ganz schnell die erste Folge hier einfach mal reinstarte. Kurz ein paar Transfers und so weiter werden wir heute planen und eben mit der Mannschaft reinstarten. Ich spiele auf der PlayStation 4, also ein paar neue Animationen. Die gibt es ja leider, glaube ich, nur auf den Next-Gen-Konsolen, also PS5 und eben die neue Xbox. Aber wir starten auf jeden Fall rein, wie immer, mit dem guten alten Carl Johnson, mit CJ aus GTA San Andreas. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ich habe echt Bock auf das Spiel. Wie gesagt, mal reinstarten und dann auch ein paar Streams. Da werde ich auch Ultimate Team auch mal reinstarten. Habe ich auch schon Bock eigentlich. Auch ein sehr, sehr geiler Modus. Bin auf jeden Fall echt gespannt auf die Karriere. Ich glaube, so viele Neuerungen gibt es nicht. Aber auf jeden Fall kann man eben seinen eigenen Verein erstellen. Das werden wir aber nicht machen. Auch ein cooles Feature. Aber ist jetzt nicht so extrem besonders. So ein bisschen wie bei Formel 1. Ist ja auch mit EA. Hat eben EA sich bei FIFA auch gedacht, dass man eben auch ein eigenes Team bzw. Verein erstellen kann. Und wir werden eben reinstarten in der Premier League. Mit dem FC Arsenal, Freunde. Eine sehr, sehr interessante Mannschaft, wie ich finde. You don't think like that. You think the best way to win is to play football where everybody expresses his talent. Eben in den letzten Jahren mehr und mehr abgestürzt. Und unsere Mission ist es eben, Arsenal wieder nach oben zu führen, an die Spitze der Premier League. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Genau 2003, 2004, die Invincibles. Darunter eben damals auch Thierry Henry am Start gewesen. Das ist auf jeden Fall echt eine sehr, sehr interessante Mannschaft. Im letzten Jahr hatten wir ja Southampton. Auch sehr, sehr geile Karriere gewesen. Hat richtig Spaß gemacht. In der Bundesliga gibt es auf jeden Fall auch coole Mannschaften. Aber ich wollte auf jeden Fall unbedingt mit dem FC Arsenal reinstarten. Hier gibt es auch schön Waldhof Mannheim mit dem guten Willi. Auch sehr, sehr cool. Und wir starten auf jeden Fall mit Arsenal jetzt rein. Mit der Karriere. So, der Rest dürfte eigentlich passen. Transferfenster und so weiter. Verhandlungshärte auf streng. Und damit geht's auf jeden Fall los. Wir werden auf jeden Fall in der Folge erstmal ein paar Spieler aussortieren und eben auch ein paar potenzielle Neuzugänge schon mal einplanen und vielleicht sogar schon den ersten Mann auf jeden Fall ranholen. Und die nächste Folge oder die nächsten zwei, je nachdem wie viel ich schaffe, werden auf jeden Fall dann in Form von Streams wahrscheinlich kommen. Und auf jeden Fall Ultimate Team wird es auf jeden Fall auch noch einen Stream geben. Habe ich auch schon Bock. Oh, gibt's sogar ein Interview zum Start. Sehr cool. Der FC Arsenal mit Carl Johnson. So, Turniereinladung, genau. Da gibt es eben das Vorbereitungsturnier. Da würde ich sagen, hole ich einfach mal das hier. Sieht eigentlich gut aus, gibt viel Geld und die Mannschaften sind nicht so stark. Ah, Roma FC, stimmt, AS Rom. Hat ja auch keinen lizenzierten Namen in FIFA. Der Rest ist eigentlich relativ ähnlich geblieben, bloß halt eben andere Hintergrundfarbe, eben mit diesem Blau, mit dem dunklen Stil, so ein bisschen auf Champions League angelehnt. So, was gibt es denn hier von Arsenal? Ein paar Infos, Jugendakademie. Wir haben diesmal schon ein paar Spieler am Start sogar. Wusste ich gar nicht, das war glaube ich früher nicht so. Ein paar Spieler aus Italien, aber sind nicht so gut, die lasse ich aktuell noch drin. Ansonsten haben wir echt viel Budget und zwar 90 Millionen. Das ist auf jeden Fall echt krass, habe gar nicht geachtet, was die anderen Vereine so haben in England. Aber hier eben die Mannschaft von Arsenal, wie gesagt, nicht die beste, das merkt man auf jeden Fall hier. Hier eben die Mannschaft, Aubameyang im Sturm, dann Ødegaard auf der 10, eben eine 82 und auf jeden Fall, denke ich mal, viel Potenzial. Der junge Mann Pepe ist, glaube ich, auch ganz gut mit Potenzial. Partey, Xhaka und dann eben Saka links ist, glaube ich, auch ganz gut eigentlich. Also so schlechte Spieler hat Arsenal auch nicht. Der eben auch bei der EM dabei gewesen für England. Bukayo Saka, dann Tierney. Ich glaube, den hat Arsenal letztes Jahr für 50 Millionen oder so gekauft. Dann in der Innenverteidigung Gabriel, White, Chambers rechts und im Tor Bernd Leno. Also ich denke, im Tor dürfen wir auf jeden Fall mit Leno ganz gut schon dabei sein. Ansonsten auf der Auswechselbank Lacazette, auf jeden Fall auch geil. Ich weiß nicht, vielleicht überlege ich mir, eben in eine Zwei-Stürmer-Formation umzustellen. Weil Lacazette und Ober sind schon zwei kranke Stürmer. Ansonsten noch Martinelli, der ist, glaube ich, auch ganz nice. Hat, glaube ich, auch Potenzial. Smith Rowe. Sagt mir auf jeden Fall auch was, aber ja, nicht so die krasseste Mannschaft auf jeden Fall. In den letzten Jahren immer schlechter geworden. Ansonsten hier hinten noch ein Ketja, Elneny, stimmt, den gibt es ja auch noch. Kolasinac, krass, nur noch eine 75. Der ehemalige Schalker, Cedric, auch nur eine 76, also bei Arsenal auf jeden Fall viel Bedarf zum Verbessern. Auf den ersten Blick würde ich auf jeden Fall sagen, brauchen wir keinen Keeper und keinen neuen Stürmer. Da sind wir ganz gut dabei mit Ober.
mit Lacazette und im Tor, wie gesagt, Leno. Ansonsten ist auf jeden Fall viel Verbesserungsbedarf. Ødegaard ist auf jeden Fall gut, Partey auch. Verteidigung würde ich auf jeden Fall sagen, kann man schon mal mindestens mal einen guten Innenverteidiger holen und vielleicht dann auch einen Rechtsverteidiger, weil da fehlt es eben auch irgendwie, nur mit einer 75. Ich schaue auf jeden Fall mal rein, aber diesmal werde ich auf keinen Fall bei so FIFA nachschauen, wegen dem Potenzial und so weiter, weil es irgendwie geiler ist, wenn man einfach alles quasi selbst herausfindet. Okay, Runason ist aktuell verliehen. Ansonsten haben wir halt noch Ramsdale und Onokwo. Passt eigentlich. Ansonsten Linksverteidigung, Kolasinac. Vertrag läuft aus. Navarez, 21 und dieser Lopez. Dann würde ich sagen, behalte ich auf jeden Fall zwei davon. Ich würde sagen, Kolasinac und Tierney dürfte passen. Und diesen Navarez, der zeigt großes Potenzial. Heißt, den kann man eigentlich auf die Leihliste. Innenverteidiger haben wir drei sogar verliehen. Mavropanos an Stuttgart, Saliba und Ballard. Okay. Dann haben wir eben Tomiyasu. Sieht auch nicht schlecht aus, 22. Ja, dieser Mari, 27. Keine Ahnung, was Arsenal da so komische Spieler hat. Den kann man eigentlich auf die Transferliste, weil wir haben echt 4-5 Innenverteidiger, fast im gleichen Niveau. Und ich denke, 4 sollten auf jeden Fall reichen. Also der hier, Holding, Gabriel und eben White. Und White ist eben noch jünger. Gabriel ist eben der Beste und eben auch ein gutes Alter. Ansonsten wollte ich ja dann, wie gesagt, einen besseren holen. Also mit 4 bis 5 IVs sollte es eigentlich passen. Ansonsten haben wir rechts Callum Chambers. Ah, stimmt, Bellerin. Der ist verliehen. Okay. Den könnte man eigentlich zurückholen, theoretisch. Und eben einen verkaufen. Torreira gibt es sogar auch noch. Der ist auch verliehen. Krass. Warum hat Arsenal so viele Top-Spieler, die eigentlich ein gutes Rating haben, verliehen? Maitland Niles. Oh, stimmt. Der ist eigentlich geil. Kann auch als RV spielen. Smith Rowe auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und Ødegaard. Die haben auf jeden Fall viel Potenzial, die beiden. Und Saka, Pepe. Also sonst vorne in der Offensive hat Arsenal echt eigentlich viele junge Spieler mit Potenzial. Die vier eben. Sehr, sehr nice. Ansonsten Nketiah ist, glaube ich, auch ganz geil. Also hat auch viel Potenzial, gehe ich mal davon aus. Und mit denen werde ich auf jeden Fall erstmal allen verlängern. So, jetzt habe ich mal mit ein paar Spielern auf jeden Fall verlängert. Mit den wichtigsten. Und der Rest sollte eigentlich jetzt so passen. Wir konnten sogar ein bisschen Gehalt sparen. Allgemein aber echt ein großer Kader. Stimmt, ich muss erstmal noch eine Formation mir überlegen. Also wahrscheinlich mit dem 4-1-2-1-2, sprich mit einer Raute. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur einen Sechser. Und zwar Granit Xhaka. Sollte nicht passen. Oder nee, wobei eigentlich eher Partey. Der ist ja noch besser. Ansonsten brauchen wir nicht gar nicht so extrem viele Spieler, weil Arsenal spielt ja auch nicht international. Jetzt habe ich die Aufstellung mal eingestellt und zwar sollte das ungefähr passen. Aubameyang eben mit Lacazette Doppelsturm, dann Ødegaard auf der 10, Saka links, Pepe rechts und dann werde ich auf jeden Fall, glaube ich, Maitland Niles eher in die Rechtsverteidigung sogar stellen, weil der kann sogar rechts spielen, also dürfte er nicht passen, weil der hat eben, denke ich mal, viel Potenzial mit seinen 23 Jahren, eben ein junger Spieler, dann eben Cedric auf der Bank, Xhaka eben auch. Am besten wäre eben ein guter Innenverteidiger, was ich noch so brauchen könnte. Ansonsten ist die Mannschaft gar nicht mal so schlecht. So, Taktik steht und jetzt eben Spielersuche angesagt. Und zwar, wie gesagt, ein neuer Innenverteidiger. Ansonsten sehe ich irgendwie jetzt in der ersten Transferphase noch nicht so viel Potenzial, wo man irgendwie noch unbedingt was machen müsste, weil ich mir denke, dass die Spieler sich sowieso erstmal alle beweisen sollten in der ersten Saisonhälfte. Und dann kann man gegebenenfalls eben noch im Winter nachlegen, wenn man eben bemerkt, dass irgendwo noch eine Riesenschwachstelle sein sollte. Und deshalb würde ich sagen, auf jeden Fall erstmal nur einen Innenverteidiger, weil das sollte man auf jeden Fall machen, weil die mit der 79 und 76 nicht unbedingt gut sind. Und rechts Maitland Niles wird sich, denke ich mal, schon relativ schnell verbessern können. Deshalb sehe ich da noch nicht so den Grund dafür, den irgendwie noch zu ersetzen. In der Offensive haben die Leute einiges an Potenzial. Klar, Ober und Lacazette schon relativ alt. Und ich würde sagen, jetzt schaue ich erstmal nach einem neuen Innenverteidiger. Ich habe jetzt mal ein paar Verteidiger gefunden und auf die Liste eben gepackt. Aus der Premier League habe ich eben alle mal geschaut. Das ist eben auch ein bisschen realistischer. Und ja, Thiago Silva wäre eigentlich echt geil, aber ist halt schon relativ alt. Die Frage ist, ob der Bock hätte und wäre halt echt günstig. Also eigentlich wäre es schon geil, Thiago Silva zu holen. Ansonsten noch Laporte, ist aber ein bisschen zu teuer. Und andere Verteidiger wie Rüdiger wären eigentlich auch ganz nice. Oder halt eben John Stones. Frage ich mal bei Thiago Silva an. Ah, okay. Das ist ja dumm, weil die Rivalen sind, wollen die nicht mal verhandeln. Ach man, weil die aus London sind. Schade. Matip ist halt schon ein bisschen älter.
aber wäre halt irgendwie so ein typischer Arsenal-Transfer, keine Ahnung. So ehemalige oder Bundesliga-Spieler, passt irgendwie zu Arsenal. Okay, coole Vertragsverhandlungen. So ein bisschen wie bei The Journey. Oh, hier, der gute Jürgen Klopp. Komm schon bitte, Klopp gönn. 36, okay, könnten wir machen. Also 36 für Matip. Ich frag mal, wie teuer Stones denn wäre. Ach, ist auch ein Rivale, das ist ja echt dumm. Ganz ehrlich, Man City ist ein Rivale. Das macht ja irgendwie ein bisschen wenig Sinn, dass Man City ein Rivale ist. Und dann sollten wir jetzt, glaube ich, doch am besten in einer anderen Liga umschauen, wenn wir gefühlt nur mit Liverpool verhandeln können von den Top-Clubs. Hä? Warum hat Jerome Boateng kein Bild in FIFA? Okay. Wir haben gerade Kimpembe, mit dem wir verhandeln. Wäre eigentlich ganz geil. 25 Jahre alt, viel Potenzial. Und ja, auf jeden Fall echt ein starkes Rating von 83. Wäre halt ein bisschen teurer natürlich als Matip. So, ich schau mal. Aber nicht so extrem viel teurer. Vielleicht schaffen wir es so auf 55 Millionen. 57,1. Was da? Jawohl, okay. Also wir könnten Kimpembe holen. Wäre eben knapp 20 Millionen teurer. Ja komm, ich glaube, ich hole Kimpembe. Ist jetzt egal. Wir haben sowieso echt viel Geld und wir brauchen das nicht wirklich für noch einen Spieler. Also wäre dann quasi die einzige Neuverpflichtung. Hier Presnel, Kimpembe und danach beende ich auf jeden Fall auch die Folge, die erste hier. Auf jeden Fall auch schön im Restaurant. Und dann geht's eben los mit dem Vorbereitungsturnier. Das werde ich auf jeden Fall simulieren. Beim nächsten Mal nehmen wir einfach mal an. Dürfte passen. Damit haben wir einen neuen Innenverteidiger. Und zwar Presnel Kimpembe von Paris, Freunde. Sehr, sehr geile Verpflichtung. 83er Rating. Und damit sind wir eigentlich schon fertig mit den Transfers. Und damit, Freunde, würde ich sagen, war es das auch mit der ersten Folge. Beim nächsten Part geht es dann wahrscheinlich weiter im Stream. Also, Freunde, habt noch einen schönen Tag. Lasst den ganz gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr neu seid und eben keine weiteren Videos und Streams verpassen wollt. Also, Freunde, haut rein und ciao.